Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon X und Y Wi-Fi Battle. Und morgen kommt Oras raus übrigens. Also für mich morgen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hochlade. Ich hoffe schon, aber wenn nicht, dann morgen ist Freitag. Jetzt wisst ihr, wann morgen ist. So. Ja, ich bin schon wieder unglaublich intelligent. Das hier war ein Kampf gegen den Captain Quinch oder auch Richard oder Captain Quinch. Sein Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich kämpfe irgendwie viel gegen andere Poketuber, ist mir aufgefallen. Aber lasst mich, ich darf das. Ich kämpfe natürlich trotzdem noch gegen euch, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, steht auch mein Skype-Account-Name-Ding unten in der Videobeschreibung. Und ja, ne? So, und da wurde ich gerade angeschrieben, aber egal. Auf meiner Seite sehen wir auf jeden Fall meinen Libeldra mit dem Walschal, dem Erdbeben, der Drachenklaue, dem Kraftkoloss und der Kehrtwende. Mein wunderschönes neues Flambirex mit, okay, so neu ist es jetzt nun auch wieder nicht, aber mein Flambirex mit Nitroladung, Flammenblitz, Kopfstoß und Strom. Nein, Gifthieb. Kein Stromschuss, Gifthieb. Und dem Seegesang, weil es macht viel Schaden und dann kriege ich ein bisschen davon wieder rein und gehe nicht direkt nach dem besten Recoil drauf. Mein Rihornior mit der Southwest. Das Rihornior kennt ihr ja mittlerweile und oh, ich freue mich so morgen auf Oras. Wenn ich das dann habe, dann kann ich ihm endlich Eishieb statt Eiszahn beibringen. Also, es hat den Eiszahn, Erdbeben, Steinkante und den Metallstoß. Dann haben wir mein Turtok oder auch Mega Turtok mit Aquawelle, Eisstrahl, Aurasphäre und Turbodreher. Mein Elesaat mit Donnerblitz, Voltwechsel, Surfer und Finsteraura und dem Lebenorb. Und mein Smogon mit dem Evoliten, der Pokey-Cookie, mit Clairsmog, Feuersturm, Irrlicht und Leitteiler. Auf Richards Seite sehen wir ein Dragonier. Ich will zu diesem Dragonier nichts sagen, ihr werdet es im Kampf sehen, Dragonier kann echt schwierig werden. Ein Radikal, ein Dickdri, ein Starmie, ein Garados und ein Ariados. Was mir direkt auffällt, ist alles aus der ersten Generation, außer Ariados. Ariados ist aus der zweiten Generation. Johto ist sowieso am coolsten. Und ich werde dafür jetzt sterben, aber Johto ist am coolsten. Da kann mir niemand was anderes sagen, Johto ist am coolsten. Und die vierte Generation hat die coolsten Pokémon. Auf jeden Fall werde ich dann jetzt hier den Kampf starten. Wenn ich nicht vollkommen inkompetent bin. Okay, ich starte ihn. Dann ist ja alles okay. Richard will mit dir kämpfen. So, dann kämpfen wir doch mal gegen Richard. Und Richard startet hier mit seinem Ariados. Und von mir kommt Flydua, mein Libeldra. Ich gehe hier direkt auf die Kehrtwende, weil ich mir irgendwie schon gedacht habe, dass er wahrscheinlich eh einfach nur auf dem Klebenetz gehen wird. Ich den Fokus gut kaputt machen wollte und danach meinen Flambirex reinholen kann. Und Flambirex, mein Fatfighter, das ist der beste Spitzname der Welt, kann sich dann nämlich an diesem Ariados mit seiner Nitroladung ein bisschen hochboosten an der Geschwindigkeit und damit dann ziemlich viel aus seinem Team überholen. Er wechselt hier dann jetzt einfach raus, weil, ja, offensichtlich, ne? Holt sein Garados rein, sein Let's Rage, kriegt einen Bedroher auf meinen Flambirex drauf. Ich hau eine Nitro-Ladung draus, bin jetzt ein bisschen schneller, werde das Garados jetzt auch überholen und nun ja, das war ein Crit. Ich habe jetzt minus 1 Angriff, habe einfach gehofft, dass der Kopfstoß trotzdem noch ausreicht, denn es ist Kopfstoß sehr effektiv und Flambirex und ja, es reicht immer noch aus, um dieses Garados zu besiegen. Damit hat Garados mal so überhaupt nichts gemacht. Flambirex hat hier seinen ersten Kill. Flambirex ist auch so cool. Es ist richtig, richtig nice. Er holt dann jetzt hier sich selber rein, dieses Dragonier. Ich gehe auf einen Kopfstoß und ich bin zwar minus 1, aber ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht. Das hätte schon ein bisschen mehr machen können. Er geht dann jetzt hier auf ein Toxin und vergiftet meinen wunderschönen, tankigen Fatfighter. Weswegen ich dann jetzt hier auch gleich rauswechseln werde. Denn ich mache ihm weniger als die Hälfte Schaden, habe schon gedacht, er hat bestimmt eine Erholung drauf, denn was sollte er sonst spielen, wenn es schon defensiv ist. Und hole deswegen Pokey-Cookie rein, Pokey-Cookie kann ja nicht vergiften und ja, ich kann auch nicht wirklich viel machen, denn er hat ja hier offensichtlich die Erholung und
Naja, wenigstens können wir uns jetzt beide nichts machen. Wir stehen jetzt hier also beide rum und können uns nichts anhaben. Und er geht dann jetzt auf die Schlafrede und kriegt er jetzt hier das Toxin? Ja, er kriegt das Toxin. Das ist schon mal ziemlich blöd für ihn gelaufen. Ich bin einfach um Clairsmog gegangen, weil der macht wenigstens irgendwie ein bisschen Schaden. Ich will jetzt einfach nur, dass er auf die Drachenroute kommt. Wir hatten vorher auch schon mal gekämpft, aber ich glaube nicht, hat er das Dragonier dabei? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Und hole jetzt hier Deathgun rein. Hab einfach gehofft, dass er jetzt die Erholung kriegt, weil ich mache mit Smogon keinen Schaden. Es hätte sich nicht gelohnt, auf die Drachenroute zu warten, wenn er sie eh nicht kriegt. Das ist eine 1 zu 3 Chance. Das wollte ich einfach nicht. Oder jetzt hier Turtok rein. Geh auf die Mega-Entwicklung, die Mega-Entwicklung. Und geh auf den Eisstrahl und hoffe einfach, dass ich damit diesem Dragonier Schaden machen kann. Er geht auf ein Toxin, was bei Turtok schon relativ blöd ist, denn Turtok ist ein ziemlicher Tank. Von mir kommt der Eisstrahl und ich habe einfach gehofft, dass viel Schaden macht, aber mal so gar nicht. Ich müsste schon den Freeze bekommen, um das Teil hier irgendwie loszuwerden. Deswegen wechsle ich Deathgun jetzt hier auch raus und hole Flydor rein. Flydors Drachenklaue sollte noch ein bisschen stärker sein, erst recht, wenn er speziell defensiv ist. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier Libeldra reingeholt. Er geht auf eine Erholung, heilt sich nochmal wieder ein kleines bisschen hoch. Und meine natürlich wieder komplett hoch. Und mir kommt die Drachenklaue und die macht knapp über die Hälfte, ganz knapp. Das heißt, mit einer weiteren Drachenklaue sollte ich ihn rausnehmen können. Er geht auf eine Schlafrede. Und wie sollte es auch anders sein, kriegt er natürlich die Drachenroute und macht mir knapp unter die Hälfte Schaden. Aber ich muss deswegen jetzt halt auch rauswechseln, weil, nun ja, er wechselt mich raus und kriegt Turtok, was ich gar nicht so schlimm fand, denn ich kann jetzt einfach auf den Eisstrahl gehen und wenn es ein Crit ist, reicht's. Wenn nicht, dann reicht's fast und dann muss er im nächsten Zug auf jeden Fall auf eine Erholung gehen und ich könnte Flyboy wieder reinholen. Er wechselt dann hier jetzt aber raus, er hat offensichtlich keine Lust auf dieses Spielchen mit Turtok und Flydra und Dragonier und holt deswegen My Star rein, das Starmie. Ich bin einfach auf den Eisstrahl gegangen, ich hätte halt wirklich nichts anderes machen können, das wäre alles sehr riskant gewesen. Also einfach der Eisstrahl, den tankt er richtig, richtig gut und ich wechsle dann hier Deathgun wieder raus und hole Heinz Dieter rein, mein Elesaat. Ich kriege jetzt noch ein bisschen Minus Init, weswegen ich jetzt wahrscheinlich auch langsamer bin als er. Er geht auf den Donnerblitz und der macht kaum Schaden. Er geht dann jetzt hier auf den Psychoschock. Ich habe einfach gehofft, dass ich das überleben kann. Und 15 KP. Ich habe allerdings prediktet, dass er seinen Dictry reinholt, um meine offensichtliche Elektroattacke zu predikten. Geht deswegen auf den Surfer und der macht überhaupt nichts. Er kann dann jetzt hier einen Eisstrahl einsetzen und Heinz Dieter aus dem Kampf nehmen. Ja, da habe ich mal overpredicted. Das passiert mir in letzter Zeit relativ häufig. Deswegen versuche ich das Predict in riskanten Stellen oft auch zu vermeiden, aber ich konnte es halt nicht lassen. Ich hole dann jetzt hier Flydor rein. Er will keine Kehrtwende fressen, wechselt deswegen in Richard raus, weil er halt predicted hat, dass meine Kehrtwende kommt und ich deswegen ihn mit der Drachenklaue nicht rausnehmen kann, weil ich halt auf die Kehrtwende gehe. Ich wechsle dann hier jetzt raus durch die mit der Kehrtwende und hole Brocken rein. Und durchatmen. Er schläft noch eine Runde. Ich weiß gar nicht, wie viel die Erholungsrunde ist das jetzt. Weiß ich nicht. Geht aber auf die Schlafrede. Und was bekommt er diesmal? Die Erholung. Ich bin auf den Eiszahn gegangen, was irgendwie ein Fehler war, denn Erdbeben wäre stärker gewesen und hätte wahrscheinlich ausgereicht. Ich weiß gar nicht, was hier los war an der Stelle. Deswegen kann er jetzt wieder eine Erholung raushauen. Und sich wieder voll heilen. Also das mit dem Eiszahn eben war schon ziemlich blöd. Ich hätte einfach aufs Erdbeben gehen sollen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Hat er irgendwas, um das Erdbeben abzufangen im Team? Ich glaube nicht, außer Garados und das ist schon K.O. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen. Ich gehe jetzt hier auf dem Erdbeben, das macht ein bisschen mehr Schaden. Aber halt immer noch nicht viel. Er geht auf die Schlafrede und kriegt die Drachenroute. Das habe ich schon gehofft. Ich wollte jetzt halt nicht so rauswechseln, weil sonst hätte es mir überhaupt nichts gebracht. Und kriege Flydor wieder nach draußen und gehe einfach auf die Drachenklaue. Er findet das jetzt wahrscheinlich nicht so toll, dass Flydor wieder hier draußen steht, denn Flydor ist die große Bedrohung gegen dieses Dragonier. Er schläft noch eine Runde, geht auf die Schlafrede und was bekommt er diesmal? Das Toxin. Das ist auf Flydor jetzt aber nicht so schlimm, denn Flydor ist ein Sweeper, der soll nicht lange draußen stehen, der soll nur, solange wie er draußen steht, viel Schaden raushauen. Und deswegen wechselt er hier jetzt auch raus, er will sein Dragonier noch behalten und
Hätte er die Drachenrute bekommen, hätte er drin bleiben können, aber so mal so gar nicht. Ich gehe dann jetzt hier wieder auf die Drachenklaue und Ariados tankt das, auch wenn es ein Crit ist. Ariados ist bulkiger, als ich gedacht habe. Ich hole dann jetzt hier Flamidua raus, einfach um Flambirex rauszuholen, denn Flambirex kann ich danach eine Nitroladung raushauen und bin dann wieder auf normalen Speed wenigstens. Er geht auf den Schattenstoß. Wollte mein Flydor dann wahrscheinlich schon rausnehmen. Aber es kriegt Fatfighter ab, kriegt dann noch ein bisschen Toxin-Damage hinterher und damit ist Fatfighter schon ziemlich blöd aufgestellt. Er haut noch einen Schattenstoß raus. Fatfighter steht jetzt schon an der Grenze seiner Kräfte. Von mir kommt dann noch die Nitro-Ladung und Ariados geht K.O. Ich krieg noch einen kleinen Init-Boost, bin damit auf normaler Initiative. Und überlebe ich die nächste Runde Toxin noch. Also ich wage es zu bezweifeln. Tue ich aber mit 10 KP. Okay, dich ist irgendwie anders in Erinnerung. Aber egal, er holt dann jetzt hier wieder sich selber rein. Ich gehe auf einen Flammenblitz. Und erledige uns beide. Damit ist endlich dieses unglaublich nervige Dragonier weg. Also dieses Teil ist so nervig. Ich überlebe sogar noch den Rückstoß. Okay. 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 Cool. So, jetzt sterbe ich hier aber am Toxin. Und Flammirex geht down. Ich hole jetzt hier Flydor rein. Ist das schnellste, was ich habe. Und ich könnte zu nur mit einer Kehrtwinde rauswechseln, wenn mir das Matchup nicht passt. Aber er holt Stami rein. Da passt mir das grundsätzlich schon mal. Da kann ich nämlich beides machen. Nämlich Kehrtwinde raushauen. Ihm ziemlich viel Schaden reindrücken. Er überlebt das sogar. Denn Stamis Death-Werte sind gar nicht so schlecht. Also es kann schon hier und da mal was tanken. Und hole jetzt hier Deathgun rein. Denn Deathgun sollte alles tanken. Außer vielleicht einen Donnerblitz. Aber wäre schon ziemlich heftig, wenn er das prediktet. Aber okay, tut er doch nicht. Hab mich geirrt. Ich glaube, ich habe noch was von einem anderen Kampf im Kopf. Hab in letzter Zeit ein bisschen viel gekämpft. Den finde ich übel. Bitte. Auf jeden Fall kriege ich jetzt hier noch Toxinschaden. Und jetzt kommt der Donnerblitz. Und Deathgun überlebt den knapp. Ich bin auch einen Turbodreher gegangen, um das Klebenetz loszuwerden, was im Nachhinein betrachtet mal so gar nichts bringt, weil beide meine anderen übrigen Pokémon schweben. Ja, ich bin blöd. Und das Stami überlebt es auch noch. Und damit habe ich mein Turtok unnötig. Okay, es wäre sowieso gestorben, aber ich hätte Stami noch rausnehmen können. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann jetzt nämlich einfach Flydor rausholen und auf ein Erdbeben gehen. Und damit das Stami besiegen. Er holt dann jetzt hier sein Radikal wieder rein. Vor allem wieder, weil er es auch schon mal draußen hatte. Und geht auf den Ruckzuckhieb und den überlebe ich noch mit 15 KP, kann ein Erdbeben raushauen und ich habe gehofft, dass es ausreicht. Tut es aber nicht, ganz knapp. Irgendwie überlebt hier alles ganz knapp. Immer, in diesem Kampf überlebt immer alles ganz knapp. Ganz knapp ist hier Motto des Tages. Er kriegt jetzt noch seinen Heißorb aktiviert und brennt damit jetzt. Also er geht sowieso im nächsten Zug drauf, geht auf die Fassade und ich kann auf einen Clairsmog gehen, weil ich habe mir schon gedacht, dass ich das relativ gut wegstecken werde, denn ich bin ein Smogon. Smogon steckt sowas weg. Und kann jetzt mit dem Clairsmog dieses Radikal rausnehmen. Jetzt hat er nur noch sein Diktri und in diesem Moment, wir hatten ja geskypt und er dachte, er hätte jetzt gewonnen, weil er einfach vergessen hat, dass ich den Clairsmog hatte. Obwohl ich ihn direkt vorher gerade eingesetzt habe. Er geht nämlich jetzt auf einen Clownwetzer und ich auf einen Irrlicht. Sein Diktri ist nämlich darauf ausgelegt, Clownwetzer zu spammen und dann durchzusweeten. Deswegen trägt er auch einen Luftballon, damit man halt Scarf-Pokémon mit Erdbeben aufhalten kann. Und ihn einfach reinwechseln und dann spammen, ne? Auch wenn das mit dem Luftballon wahrscheinlich ziemlich merkwürdig aussieht. Auf jeden Fall geht er jetzt auf die Steinkante, weil er feststellt, dass er mir nichts machen kann. Und sein Luftballon platzt. Und kriegt noch ein bisschen Burn-Schaden und geht wieder auf die Steinkante. Und jetzt sollte sie noch weniger Schaden machen. Und wir machen uns gegenseitig kaum Schaden. Ich gehe jetzt einfach auf einen Feuersturm. Und ja, der macht schon ganz gut Schaden, aber immer noch nicht viel. Und ich meine, dass das Diktri das Set, das war richtig wenig Schaden. Er geht dann jetzt nochmal auf eine Steinkante und ich stecke die locker weiter weg. Pokécookie ist too tanky for this game. Ich misse auch noch den Feuersturm, aber das ist jetzt nicht so schlimm, denn Diktri ist sein letztes Pokémon. Er geht dann jetzt auf eine Steinkante und ja, es bringt immer noch nichts. Und dieser Clairsmog sollte dann jetzt auch ausreichen, um Diktri rauszunehmen. Und damit sollte ich diesen Kampf jetzt gewonnen haben, wenn ich jetzt nichts vergessen habe.
Ja, ich habe hier den Kampf gewonnen, 2:0. Und war ein richtig cooler Kampf, ist auch ein richtig cooler Typ, der Captain Cringe. Steht, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, steht auch mein Skype-Name unten in der Videobeschreibung. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich am Wochenende wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht kämpfen werde, denn Oras, ne, und ich werde Oras durchspielen und meine ganzen Pokémon auf Oras übertragen und die ganzen Items erfarmen und deswegen werde ich am Wochenende wahrscheinlich nicht dazu kommen. Aber danach sollte ich dann wahrscheinlich wieder zu erreichen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu einem weiteren Pokémon X und Y und Oras Wi-Fi Battle. Bis dahin, ciao!